Das Gesetz über elektronische Wertpapiere ist 2021 in Kraft getreten und es erlaubt, Wertpapiere in einer rein elektronischen Form auszugeben. Das heißt, es muss nicht mehr über ein Wertpapier eine Urkunde ausgestellt werden, wie das bei herkömmlichen Wertpapieren der Fall ist, sondern ein Wertpapier entsteht durch Registereintrag. Das Gesetz heißt zwar Gesetz über elektronische Wertpapiere, aber letztendlich gibt es da kein Papier mehr. Es gibt nur noch die elektronischen Einträge, von denen bereits die Rede war. Das Besondere an unserem Kommentar ist, dass er kein reiner Gesetzeskommentar ist, sondern er besteht aus mehreren Teilen. Der erste Teil enthält eine umfassende Einführung in das Gesetz. Der zweite Teil dann die eigentliche Kommentierung. Im dritten Teil finden wir handbuchartige Kapitel zu ausgewählten Aspekten rund um das EWPG. Im vierten Teil Länderberichte zu ausgewählten Rechtsordnungen und im fünften Teil Vertragsmuster. Zugleich ist das Besondere an unserem Kommentar, dass das EWPG zwar ein neues Gesetz ist, aber ein bereits schon wieder reformiertes Gesetz. Und diese Reform hat den Anwendungsbereich des Gesetzes deutlich verbreitert, neben Schuldverschreibungen jetzt auch Aktien mit einbezogen. Und unser Kommentar berücksichtigt bereits diese Reform und kommentiert die Vorschriften des EWPG auch mit Blick auf elektronische Aktien. Wir sprechen alle an, die mit elektronischen Wertpapieren zu tun haben. Berater, Anwaltskanzleien, Finanzdienstleistungsinstitute, Start-ups, die Kryptowerte emittieren wollen. Wir wenden uns aber auch ganz ausdrücklich an die Wissenschaft. Unser Kommentar verfolgt ausdrücklich einen wissenschaftlichen Anspruch. Und zugleich denken und hoffen wir, auch die Rechtspolitik anzusprechen, denn es ist sicherlich noch nicht die letzte Reform des EWPG, sondern es besteht noch Potenzial für künftige Reformschritte. Und insbesondere die Länderberichte können interessante Anhaltspunkte liefern, um auch das Gesetz noch besser zu machen. Mich persönlich begeistert an diesem Gebiet, dass man einerseits mit technischen Innovationen wie der Blockchain zu tun hat, andererseits aber immer wieder gezwungen wird, sich mit Grundfragen des privaten Vermögensrechts auseinanderzusetzen. Was ist Eigentum? Was ist ein Wertpapier? Wofür brauchen wir Wertpapiere? Können wir Wertpapiere durch Registereinträge ersetzen? Es ergibt sich also hier eine ganz faszinierende Mischung aus technischer Innovation und klassischen Rechtsinstituten des Privatrechts. Und dieser innovative Charakter, just in einem sehr traditionellen Rechtsgebiet, das lange auch als etwas angestaubt galt wie das Wertpapierrecht, das macht die Faszination aus. Ich denke, das war vor allem die Reform des EWPG, die zu einem Zeitpunkt kam, als der Kommentar schon relativ weit gediehen war, viele Vorschriften bereits kommentiert waren, bereits geschrieben waren, teils auch schon in Fahnenfassung vorlagen. Und dann wurde eben sehr grundlegend das Gesetz reformiert, was bedeutet hat, dass vieles noch einmal überarbeitet, teils auch neu geschrieben werden musste, was aber auch gleichzeitig zur Folge hat, dass jetzt der allerletzte Rechtsstand abgebildet ist in diesem Kommentar. Mein Name ist Ulrich Segner. Mein Name ist Florian Möslein und wir sind gemeinsam Mitherausgeber des Kommentars zum EWPG.